Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zum American Truck Simulator. Wir sind gerade dabei, Zement nach Coos Bay in Oregon zu bringen. Ja, damit machen wir mal munter weiter, ne? Bis jetzt fast gut gelaufen, einmal ein bisschen gecrashed, so, aber ganz leicht nur. Das war jetzt nicht so schlimm. Man ist halt auf der Autobahn rückwärts gefahren. Wer kann denn ahnen, dass da ein Bus von hinten kommt? Hat er da vor uns ein Boot dabei? Sieht aus, als hätte, nee, das ist einfach wieder dieser komische Truck. Schaut euch das an. Okay, schaut euch das lieber nicht an. Jetzt schaut euch das an. Ist das geil hier oder was? Richtig cool. Sogar mit Boot und Aal. Oh. Bisschen justieren, nicht in den Gegenverkehr fahren. Alles wird gut. So. Kann man seinen Sitz nicht irgendwie verstellen? Warte mal. Das bleibt so. Seitenspiegel, Modi. Hier. Hier. Spiegeleinstellungen. Man kann auch irgendwie auch Motorhaube, das sind die verschiedenen Spiegel. Okay, Spiegel. Sitzeinstellungen, da. Guck mal hier. So sehen wir alles. So sehen wir alles. Okay, es wirkt jetzt etwas kleiner. Aber wir können so jetzt auch den Spiegel sehen. Ist das gut? Ist es schlecht, wenn wir jetzt nämlich so machen? So können wir den Spiegel jetzt sehen, aber es wirkt alles etwas kleiner. Wartet mal eben. Ich muss da nochmal wieder bei. Ups. Oh. F4 war das. Bisschen näher wieder ran. So. Lassen wir mal so. Dann haben wir immer noch ein bisschen Spiegel, aber es ist nicht so mega klein. Ich brauche nur ein bisschen Spiegel. So. So ist okay. Okay, so. Moment. Autopilot wieder aktivieren. Alter. Hab mich gerade ein bisschen rausgerissen jetzt. So, aber nun läuft das wieder. Alles gut. Alles gut. Jetzt haben wir auch einen Spiegel. So, weiter geht's geradeaus. Wir brauchen noch 2 Stunden, 11 Minuten. Immer geradeaus. Es ist grün. Ja, ja, dann fahre ich auch. Solange es grün ist, so immer geradeaus. Niemals aufgeben. So, schön durch den Wald. Jetzt muss ich eben rausfinden. Nee. Ach, Kacke. War das F5? Nee. Bitte rechts halten. F2? Nee. F3? Oh ja. So glaube ich, ne? So ist glaube ich gut. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wird schon passen. Wir können natürlich wirklich mal, lass mal ohne Navi fahren. Wir haben das Navi ja da oben. Das muss ja reichen. Wir haben eine Spritanzeige, wir haben eine Geschwindigkeitsanzeige. 65 dürfen wir fahren. Wir sehen, wie schnell wir fahren. Wir fahren momentan 50. Das heißt, noch nicht mal 50. 45, jetzt fahren wir 50. 60, 65, jetzt fahren wir 65. Lass uns mal ein bisschen truckeriger arbeiten. Bisschen realistischer, ohne diese komische Map da. Wir fahren jetzt mal ohne technische Hilfsmittel. Bisschen männlicher. Ist ja alles da. Spritanzeige muss ich nur aufpassen. Wo ist die? Da unten. Da sehen wir haben noch halb vollen Tank. Alles cool. Immer geradeaus. Jo. Und wenn wir zu schnell fahren, sagt sie ja, dass wir zu schnell fahren. Insofern sollte das so klappen. So, jetzt sind wir 65. Jetzt dürfen wir nicht mehr schneller. Passt aber auch. Autopilot. Autopilot ist schon
Tempomat ist auf 65 geregelt. Läuft. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich vermisse den Kasten. Es wird auf einmal so frei, aber... Uiuiui. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier dabei, du. Das ist ja gerade hart abgefallen. Auf 35. Wahrscheinlich, weil es ein Berg jetzt hochgeht oder so. Da ist es zu gefährlich, wenn man schnell fährt. Eieiei. So, hier schön die Serpentinen entlang. Wir sehen vor allen Dingen jetzt nicht mehr, wie weit wir noch fahren. Da müsste man dann wirklich die Map öffnen. Wie das halt nun mal so ist, ne? Vielleicht dürfen wir wieder ein bisschen schneller. Gleich aufs Gas treten hier. Alles geben. Washburn State Park. Jo, warte mal. Während wir da durch den Washburn State Park fahren, oh, muss ich hier mal mein eigenes, echtes Real-Life-Cockpit wieder ein bisschen in den Griff kriegen. So, so ist gemütlich. Weiter geradeaus. Oh, da wird wieder der Subaru. Sah wieder sehr stark nach dem Subaru aus. Slow. Wie slow? Ja, 45 slow, ne? Heftiger Turn. Wir sollen nur 35 fahren. Ich finde, man kann hier auch locker mit 45 rumfahren. Ohne Probleme. Ohne Angst vorm Kippen. Gar kein Problem. Wow, wow, wow. Und in den Tunnel rein. Historic Bridge Cape irgendwas. Dürfen schneller fahren auf 50 erhöhen, dann durch den Tunnel hindurch. Oh, das sieht doch ganz schnuckelig aus. So. Moin, hallo. Hier so ein kleiner Bergsee. Ist das muckelig oder was? Ist richtig muckelig. Jetzt anhalten, ein bisschen baden gehen, du. Kurze Pause. An Strand legen oder beziehungsweise ans Seeufer legen, auf eine Decke. Die Sonne sich auf den Pelz scheinen lassen. Die natürlichen Geräusche von Wasser und den Tieren genießen. Aber nein, wir müssen hier immer noch Zement wegbringen, insofern keine Zeit. Leider keine Zeit. Der Zement, der wartet nicht. Sondern es wird auf den Zement gewartet, insofern. Über die nächste historische Brücke wahrscheinlich. Wobei, die sieht schon wirklich sehr historisch aus. Hier auch mit den Stromtrassen durchs Wasser durch. Sieht abenteuerlich aus. Oh. Dort wird Holz verloren. Und wieder langsamer werden. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin doch schon am Runterbremsen. Ich kann nicht voll in die Eisen gehen, Mann. Zug! Lübt aber. Voll der kleine Vorort oder was auch immer das hier ist. Süß. Sind wir etwa schon am Ziel? Ja, sind wir. Das ist Coast Bay. Erster Aufenthalt in Coast Bay. Immer geradeaus. Jo. Keine Ampeln. Der Ort ist so klein. Hier brauchst du keine Ampeln. Hier fährst du rechts vor links. Bedeutet für uns, wir geben Gas und hoffen, dass wir nicht kollidieren.
Oh doch, da, die haben eine Ampel. Sie haben also auch Elektrizität. Ich dachte, die wird hier durchgeleitet, aber nee, nee. Sie haben auch selber welche. Oh, guck mal, grün, wir können so durchfahren. Mega nice. Jo, machen wir. Immer geradeaus. Wo wir eh schon mal hier sind, können wir auch gleich noch eben kurz mit tanken. Neu berechnen. Zip, 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 dip, 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 so, Tank ist wieder voll. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen hier ausparken mit unserem Zement. Immer geradeaus. Ja, das läuft, Leute. Straßenverkehrsmäßig nicht ganz in Ordnung, aber mit so einem Anhänger, was willst du machen, ne? So, immer geradeaus. Ja, ja, wissen wir schon. Einfach geradeaus fahren. Irgendwann erreichen wir das Ziel, wahrscheinlich ganz am Ende, am Rand der Map. Viel weiter geradeaus geht's ja jetzt nicht mehr. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Machen wir. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Wird gemacht, sobald die hier Platz machen. Mach mal, dass die Ampel grün wird. Time to say goodbye to your old pal. Ja, das wohl war. Diese Zeiten mit diesen Fernsehern sind wohl wirklich nun mal vorbei. Also, jetzt mal Hashtag Real Talk. Da lügt nicht mehr viel. Rung, 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 oh. Schon ganz aufgeregt, oh. Ganz aufgeregt. Oh, los geht's. Ist noch grün, ist noch grün. So, da vorne erreichen wir unser Ziel. Die brauchen den Zement. Demnächst links abbiegen. Jo. Jetzt, ne? Biege nach links ab. Machen wir. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das war eine tolle Fahrt. Ja, ich weiß. So, wo müssen wir denn hin? Jo, einfach geradeaus, ne? Oh, holy shit. Nee, das wird kacke. Überspringen wir. So, und wie viele Punkte gibt's? Ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Nur immerhin 4 und Level up, komm schon. Yes, endlich. Endlich mal wieder ein Level up. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir denn? Fernfahrten, wo wir ein bisschen mehr Strecke fahren dürfen, anwenden. Man muss ja auch mal ein bisschen vorankommen hier, ne? So, dann gucken wir uns doch mal in den Aufträgen um. Aber es gibt neue Sachen. Oho. Man kann jetzt hier auch für seine Anhänger hinten, oh, Aufbau, die Anhängerkisterei. Okay. Was gibt's hier? Rode Modern, neue Lenkräder, neue Spiegel, auch hier so ein geiler Kühlergrill. Oh, Volvo Seitenleisten, neuen Fett Supermotor. Respekt. Okay, so. Auftragsangebot. Mal sehen. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Oh, warte. Falsche Richtung. Jo, das passt. Oh, 13.000. Na, weil die Strecke jetzt langsam länger wird, oder was? Was wäre denn das oberste? 15.000 gibt's dafür. Wahnsinn. So, dann nehmen wir das hier aber.
Oh, wie so einen dicken Traktor. Das wird mal wieder lustig. Von hier nach Eureka. Eureka, du. Kennt man vielleicht, ne? Und zwar nach Kalifornien. Dann können wir von Kalifornien über Nevada. Also entweder gehen wir ganz Kalifornien entlang nach Arizona, New Mexico. Und dann drehen wir wieder um. Können dann umdrehen und dann über Nevada zurückfahren nach Oregon, Washington. Und dann immer so ein bisschen hin und her, dass wir ein bisschen die Gegend auch mal erkunden. Und halt auch mal alle Ortschaften sehen. So, aber den kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ja, du, mach dir mal keinen Kopf. Der macht sich hier so wegen Schwergutgedönse. Du, wir haben einen super fetten Volvo. Das regelt. Übrigens ist 14 Uhr. Das bedeutet, mein Notdienst ist jetzt zu Ende. Jetzt gucke ich nochmal, ob da auch wirklich nichts passiert ist. Zeit und zu gehen. Ist es nicht. Und dann mache ich jetzt das Handy auch ganz schnell aus. Ausschalten, ausschalten und vergessen. Zeit zu gehen. So, dann wollen wir mal los. Oh, vorsichtig. Sind wieder rausfahren. Sprit ist voll, das klappt auf jeden Fall. Da kommt nichts, okay. Biege nach rechts ab. Morgen wir. Demnächst rechts abbiegen. Da holen wir uns doch mal den Auflieger, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ab. Machen wir. So, wo ist der dicke Traktor? Man muss doch mal einen Fetttraktor durch die Gegend transportieren. Das ist motiviert. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Okay, hier rein und dann da rein. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Wo steht denn das Ding? Irgendwo da hinten. Moin, ich bin hier, um den Traktor abzuholen. Hallo? Ah ja. Oh ja. Das ist kein Traktor. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendein komisches Gerät. Ist aber egal. Es ist fett und groß und bringt viel Geld. Insofern. Oh, bremsen! Eieiei, ich habe gerade die Pedale vertauscht. Ohne Scheiß. So. Fahrt vorsichtig. Fahrt vor. Ich bin alleine. Na gut, und meine Audience, ne? Ihr habt gehört, Leute, wir sollen zusammen sehr vorsichtig fahren und das machen wir jetzt auch. Vorsichtig. Vorsichtig parken wir jetzt erstmal aus hier. So. Große Kurve fahren. Keine Schilder mitnehmen. Sag ja, klappt schon nicht. Jetzt hier einen großen Kreis fahren, großen Kreis fahren. Und der muss entspannt sein. Der darf nicht so eng. Was ist denn nun wieder los? Okay, keinen so großen Kreis fahren, kleineren Kreis fahren, kleineren Kreis fahren, sehr kleinen Kreis fahren. Das Gute ist, wir müssen tatsächlich auch rechts raus. Wir müssen jetzt aufpassen. So, und dann erst hier draußen, vorne, rechts langsam. Abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, wie soll man denn damit hier rauskommen, Leute? Ohne Spaß. Wie soll man denn das machen? Das kann ja gar nicht gehen. Das geht ja gar nicht anders. Ich muss ja hier irgendwie. Los, los, los. Oh Gott, wir kriegen das Ding hier nicht raus. Bisschen Gewalt, jo, zieh, jo, alles klar, läuft. Jetzt hier sehr lange geradeaus fahren. Ah, ich kann gerade nicht, du, es ist gerade intens. Fahr gerade ein Fettauto aus. Okay, das hat schon mal geklappt.
Alles klar, demnächst aber erst. So, ihr Lieben, ihr habt den Horn kriegen gehört. Ne, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen an der Stelle einen kleinen gemütlichen Break, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst mal den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufox.